Minister des Auswärtigen. Herr Präsident, meine Damen und Herren, nur vielleicht Frau Dagelin eine Bemerkung. Sie haben ja nicht so genau gesagt, um wen es Ihnen da geht. Nur damit es keine Missverständnisse gibt, die PKK ist in diesem Land deshalb verboten, weil sie hier in diesem Land Nötigung, Erpressung, Drogenhandel, Menschenhandel und all das gemacht hat. Sie haben es ja nicht so genau gesagt, wen Sie meinen. Deswegen, nächstes Mal können Sie einfach klar sagen, wen Sie meinen. Diese Organisation ist hier verboten, weil sie in diesem Land sich so verhalten hat, dass man sie besser verbieten sollte. Und wenn die deutsche Polizei gegen das Zeigen dieser Fahnen und der Leute, die diese Organisation führen, vorgeht, dann sichert die deutsche Polizei die Durchsetzung von Recht und Gesetz in diesem Land. Nichts anderes tut sie. Ich wollte das nur klarstellen, weil in anderen Beziehungen wir ja, sagen wir mal, auch darauf angewiesen sind, dass Menschen uns in anderen Ländern auch verstehen. Meine Damen und Herren, nach 16 Jahren Afghanistan-Einsatz fragen sich natürlich viele Menschen, ist es wirklich richtig, dass weiter deutsche Soldaten am Hindukusch stehen? Und ich finde, wir wären nicht recht bei Trost, wenn wir nicht mit dieser Frage im wahrsten Sinne des Wortes ringen würden. Ich finde aber auch, wir müssen zu unserer internationalen Verantwortung stehen und uns deshalb in der Frage des Einsatzes der Bundeswehr in Afghanistan durchringen. Ja, der Einsatz in Afghanistan ist und bleibt hochgefährlich und bei weitem nicht widerspruchsfrei. Wie schwierig die Sicherheitslage nach wie vor ist, haben in den letzten 12 Monaten die verheerenden Anschläge auf unser Generalkonsulat in Mazar-i-Sharif und unsere Botschaft in Kabul in dramatischer Weise gezeigt. Ja, Fortschritte bei der innerafghanischen Versöhnung bleiben weit hinter unseren Erwartungen und Hoffnungen zurück. Und ja, wenn die neue Administration in Washington weniger entschieden als in der Vergangenheit auf eine politische Lösung für Afghanistan setzt, dann verunsichert das die gesamte Region. Ich weiß übrigens, dass auch in diesem Haus am Anfang das Setzen auf politische Lösungen zum Teil verlacht wurde. Ich kann mich jedenfalls noch gut daran erinnern, als der damalige SPD-Vorsitzende Kurt Beck darüber geredet hat, dass man auch mit den Taliban reden müsse, wie er verhöhnt worden ist. Hätte man das früher begonnen, wäre vielleicht manches uns erspart geblieben, meine Damen und Herren. Manche hier wird das, was dort passiert, in all ihren Vorbehalten gegen Militäreinsätze im Allgemeinen und diesen Einsatz im Besonderen bestärken. Es wird sie in der Haltung bestärken. Am besten holen wir unsere Soldatinnen und Soldaten möglichst schnell heim und beschränken uns auf Entwicklungszusammenarbeit, Menschenrechtsschutz und Bildungsarbeit. Das ist eine ehrenwerte Position. Ich glaube aber, wer so argumentiert, der sollte sich nicht allzu sicher fühlen. Denn würden wir so entscheiden, dann hieße das letztlich, dass auch die Bemühungen um Menschenrechte, um Zusammenarbeit und Bildung schnell wieder sozusagen in Gefahr und zerstört würden. Wir ließen die afghanische Bevölkerung im Stich, die ihre Hoffnung auf uns und die internationale Staatengemeinschaft setzt. Es hieße, den Schauplatz Afghanistan anderen zu überlassen, die sich vielleicht nicht wie wir von der Vision einer politischen Lösung leiten lassen. Und es hieße, wir würden uns der großen Verantwortung für eine friedliche internationale Ordnung entziehen, die unserem Land in den letzten Jahren doch so sehr zugewachsen ist. Deshalb ist es, Herr Minister, ja? Die Kollegin Dardinen möchte gerne eine Zwischenintervention machen. Gestatten Sie das? Selbstverständlich. Nach der Sitzung? Ich hatte verstanden, dass Sie sofort. Bitte sehr. Dann machen wir das nach der Rede. Schade. Schade. Also doch. Bitte sehr, Sie haben das Wort, Kollegin. Uns fehlt niemals der Mut, Herr Kollege, anders als bei Ihnen. Aber Herr Gabriel, kommen wir zum Thema. Ich wollte eigentlich jetzt, oder meine Kollegen hatten jetzt gebeten, nicht jetzt Ihre Rede noch mal zu verlängern. Ich möchte Sie nur um eins bitten. Deshalb wollte ich ja auch eine Kurzintervention, aber ist egal. Ich sehe dem Präsidenten nach. Meine Bitte ist Folgendes, dass Sie vielleicht zur Redlichkeit, Herr Gabriel, gehört auch unter Kollegen, nicht etwas zu behaupten über den Kollegen oder die Kollegin, die etwas getan haben soll, was sie nicht getan hat. Ich habe in meiner Rede, und das wissen Sie ganz genau, nirgendwo
eine Organisation erwähnt, die von Ihnen erwähnt wurde, die PKK, die natürlich gelistet ist als eine Terrororganisation, sondern ich habe eine Organisation genannt, die kurdischen Volksverteidigungseinheiten in Syrien, die YPG, und darauf hingewiesen, dass diese Bundesregierung heuchlerisch ist, weil sie einerseits sagt, dass diese Organisation nicht dem Vereinsverbot unterliegt, die Organisation selbst, in keiner von internationalen Terrorlisten ist und deshalb auch nicht eine verbotene Organisation ist, aber auf Wunsch des türkischen Präsidenten hier es einen Erlass gibt, die Fahnen und Symbole dieser Organisation in Deutschland zu verbieten. Was mit dazu führt, wie letzte Woche, dass ein junger Wissenschaftler in München um 6 Uhr morgens von der Polizei geweckt wird zu einer Hausdurchsuchung, weil er auf Facebook sympathisiert hat mit den Kämpfern gegen die Barbaren des Islamischen Staats. Und diese Kämpferinnen und Kämpfer der YPG kämpfen an ihrer Seite gegen den IS. Sie kämpfen an der Seite der US-Amerikaner und sie unterstützen das. Und deshalb finde ich das nichts als heuchlerisch, sich zum Büttel des türkischen Präsidenten zu machen, weil er das von der Bundesregierung verlangt, die Kurden hier zu kriminalisieren für ihre Sympathie bei den Kämpfern gegen den IS in Syrien. Das habe ich gesagt und nichts anderes. Also zur Redlichkeit gehört, wenn Sie mich ansprechen, dass Sie mir nicht etwas unterstellen, sondern zur Sache sprechen. Finden Sie es richtig, dass die YPG hier ihre Symbole und Fahnen verboten werden, mit denen sie gegen den IS in Syrien kämpfen? Beantworten Sie diese Frage, Herr Gabriel. Nein, ist doch alles gut. Ich bin Ihnen ausgesprochen dankbar. Ich habe ja, also erstens, die Antwort lautet, niemand aus der Bundesregierung verbietet das Tragen von Symbolen oder eine Vereinigung in Deutschland an Repräsentanten auf Druck von Herrn Erdogan. Und das, wenn Sie ausgerechnet mir sozusagen den Vorwurf machen, ich würde mich Herrn Erdogan unterwerfen, das entbehrt nicht einer gewissen Form von Humor, muss ich sagen. Das ist insofern, und ich habe Ihnen gesagt, weil sozusagen bei Ihnen nach meinem Eindruck bei dem Thema jeweils, gucken Sie mal, ich habe Ihnen doch ganz ruhig zugehört. Machen Sie das doch umgekehrt auch, denn wir beide sind doch mutig. Ich habe klar gemacht, wann man bei uns Organisationen verbietet, und das tun wir dann, wenn sie aus in diesem Land Kriminalität unterstützen. Ich habe auch gesagt, wen das betrifft. Und dazu brauchen wir nicht Herrn Erdogan. Das haben wir selbst gemacht. Und bei der YPG wiederhole ich, niemand in diesem Land, schon gar nicht die Bundesregierung oder Länderregierung, verbieten Organisationen, weil irgendjemand aus dem Ausland das von uns fordert. Insofern gibt es auch keinen Grund für den Vorwurf der Heuchelei, jedenfalls nicht an die Regierung. Jetzt ist die Zwischenintervention beendet. Glauben Sie, wie viel Lust ich auf eine Debatte hätte, aber es gestattet mir der Präsident nicht. Zurück zu dem, um was es bei dem Antrag geht. Meine Damen und Herren, wir sind nicht in Afghanistan, um einen politischen Konflikt mit militärischen Mitteln zu lösen. Das wäre zum Scheitern verurteilt. Wir sind auch nicht dort, um blühende Landschaften zu schaffen. Das wäre eine naive Illusion. Wir sind schlicht und einfach dort, um die notwendige Stabilität dafür zu schaffen, dass die Afghanen selbst ihre Angelegenheiten im Rahmen eines Versöhnungsprozesses in die eigenen Hände nehmen können. Dafür aber braucht es zuallererst Sicherheit, zu der Resolute Support einen nach wie vor unverzichtbaren Beitrag leistet. Die Mission ist weiterhin kein Kampfeinsatz. Sie wird weiter nicht unmittelbar an Terror- oder Drogenbekämpfung beteiligt sein. Wir dürfen aber keine Wunder erwarten. Nur was bei der Stabilisierung in den letzten Monaten trotz aller Rückschläge gelungen ist, gibt doch Grund zur Hoffnung. Die Taliban haben dieses Jahr keinen ernsthaften Angriff auf eine Provinzhauptstadt unternommen und keine Distriktzentren dauerhaft einnehmen können. Die afghanischen Streitkräfte sind dank der internationalen Unterstützung deutlich leistungsfähiger geworden. Dem IS ist es nicht gelungen, seinen Einfluss auszuweiten. Daran hat Resolute Support maßgeblichen Anteil. Auch bei den politischen Reformen hat es zumindest Lichtblicke gegeben. Lassen Sie mich nur einen hervorheben. Präsident Ghani hat mit einem Gerichtshof für Korruptionsfälle mit der Entlassung hochrangiger Beamter wegen Korruptionsvorwürfen und einer Antikorruptionsstrategie zumindest erste wichtige Zeichen gesetzt. Vieles bleibt zu tun. Nächstes Jahr sollen endlich die überfälligen Parlamentswahlen stattfinden. Hier steht Afghanistan vor einer Herkulesaufgabe, aber eben auch vor einer Sicherheitsherausforderung.
Wir wollen das mit Kräften unterstützen. Entscheidend ist, und da gebe ich allen Kritikern des Militäreinsatzes recht, letztlich wird nur eine politische Übereinkunft der Lösung der gewaltsamen Konflikte in Afghanistan herbeiführen. Ein Friedens- und Versöhnungsprozess zwischen Regierung und Aufständigen wird aber nicht möglich sein, solange die Taliban darauf hoffen können, ihre Ziele mit Waffengewalt durchzusetzen. Deshalb werden wir auch auf weiteres, nicht auf militärisches Engagement verzichten können. Der Abschluss des Friedensabkommens mit Hizb-e-Islami von Herrn Hekmatyar zeigt, Frieden ist möglich. Dieser Frieden wird nur halten, wenn er ein festes Fundament hat, den afghanischen Verfassung garantierten Menschenrechte, insbesondere übrigens Frauen- und Kinderrechte, eine klare Abkehr von internationalen Terrorgruppen und schließlich ein günstiges Umfeld in der Region und darüber hinaus. All dies kann den Menschen in Afghanistan nur gelingen, wenn sie auf ein Mindestmaß an Stabilität und Sicherheit bauen könnten. Darum müssen wir ringen, aber wir sollten uns durchringen zu dem, was notwendig ist. Deshalb bitte ich Sie im Namen der Bundesregierung um Ihre Zustimmung zu diesem zugegebenermaßen außerordentlich schwierigen Mandat. Vielen Dank. Nächste Rednerin ist Bundesministerin Dr. von der Leyen.